Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part des Minecraft Let's Plays. Letztens haben wir noch ein bisschen hier rumgemacht mit dem Feld hier, das irgendwie nicht ganz so hingehauen hat, wie ich das wollte, aber naja. Heute, ja, was werden wir heute machen? Haben wir jetzt mal schlau gemacht, und zwar haben wir doch damals, wenn ich es finde, das Dinopedia suche ich gerade. Pack jetzt gerade mal hier das Zeug weg, das ich jetzt nicht brauche. Dinopedia, wo bist du? Gute Frage. Hier ist auch keins. Hier wäre ach, hier ist sie doch hier drin. Hier, das mit dem weiß ich jetzt auch, was man damit machen kann. So kann man da irgendwie sein Haus so ein bisschen verschönern. Ist quasi wie ein Bild. Das ist so ein bisschen alt gehalten, sage ich jetzt mal. Weiß nicht, ob wir damit noch was machen. Das habe ich, Stenopedia habe ich. Jetzt brauche ich hier den Eimer. Ich weiß es bloß nicht hundertprozentig, wie das genau geht. Zwar brauche ich jetzt noch eine andere Maschine und die Maschine heißt Cultivator. Cultivator. Hier ist er auch schon. Cultivator. Brauchen wir 4 Eisen, 4 Glas, ein Kaktusgrün und ein Waterbucket. Hier haben wir doch irgendwo noch Buckets gehabt. So, machen wir einen schnellen Waterbucket. So, hier hoch. Wir brauchen jetzt noch Eisen. Das sollten wir eigentlich hier noch haben. Nee, unsere Kiste mit Eisen ist in die Luft geflogen. Hier ist jetzt auch kein Eisen. Nee. Hier haben wir noch Eisen, 3 Stück. 4 Glas brauchen. 1, 2, 3, 4. Haben wir überhaupt Kakteen? Ich glaube, wir haben gar keine Kakteen. Oh oh. Wir haben keine Kakteen. Das ist natürlich jetzt blöd. Haben wir auf dem Map irgendwo eine Wüste? Da hinten ist eine Wüste, da können wir schnell. Ich glaube, da fliegen wir jetzt einfach mal schnell hin, aber die ist, glaube ich, näher. Fliegen wir jetzt schnell mal hin. Ich verstehe nicht, warum wir keine Kakteen haben. Naja, egal. Fliegen wir hier schnell mal hin. Ach, ich bin eh eine Fledermaus. Und holen uns mal schnell die Kakteen. Und wir die brauchen. Und zwar habe ich jetzt eigentlich, jetzt kann ich ja mal sagen, was ich eigentlich vorhab. Und zwar möchte ich ein paar Dinos züchten heute. Also ich weiß nicht, wie weit ich heute komme. Aber ich will auf jeden Fall mal anfangen. Genau, das habe ich heute eigentlich so im Groben vor. Euch das mal ein bisschen näher zu bringen, habe ich mich jetzt wieder ein bisschen informiert quasi. Und ja, jetzt versuche ich das selbst mal. Bin mir allerdings nicht 100% sicher, ob wie oder ob das funktionieren wird, aber ich meine, wir werden es dann sehen. Ob's hinhaut. Ich nehme jetzt gleich mal ein paar mehr mit. Aua. Ach, ich bin auf so einen kleinen Kaktus gesprungen. So, das sollte eigentlich in etwa reichen. Ich glaube mir ja 6 Stück sollte reichen. So, dann schnell wieder zurück, dann legen wir uns schnell schlafen. Ist jetzt eh nicht weit gewesen von uns zu Hause weg. Irgendwann schnell schlafen und wird es wieder Tag, da müssen wir ein kleines Gehege vielleicht noch ausheben. Ich meine, ich müsste irgendwann mal da was machen, damit das auch noch was aussieht. Ist alles so provisorisch noch. Aber naja. Hilft ja nicht. Oh, Mob. Ach, geht ja wieder nicht auf hier. So, zack. Transformieren. Wo ich denn jetzt wieder das Bett stehen? Ah, hier. Hätte ich doch noch recht. Okay, das hat jetzt gerade ein bisschen komisch ausgesehen, das Bett. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, die Kakteen muss man brennen, damit das funktioniert. Bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ja, droppen wollte ich den jetzt eigentlich nicht. Okay.
So, dann packen wir die mal einfach hier rein. Beziehungsweise ein. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Kann man die nachherstellen? Nee, den kann man nicht herstellen. So. Dann dürften wir eigentlich alles haben. Hier ist eh die Werkbank. Einmal, dreimal, viermal und nochmal einmal. Dann haben wir den Cultivator. Jetzt müssen wir nur aufpassen mit dem, weil soweit so viel ich weiß, kann der explodieren, wenn man da irgendwie etwas falsch macht oder so. Dann stelle ich den jetzt einfach mal hier hin. Zack, hier rein und unten Milch rein. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das funktioniert. Das kann jetzt auch ein bisschen dauern, bis sich der quasi hier entwickelt. Und dann sollte hier hinten ein Ei rauskommen. In der Zeit könnten wir jetzt eigentlich... Habe ich die Glückspickaxe dabei? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob die Glück da was bringt, aber ich nehme einfach mal die Glück her. Jetzt war nochmal so ein paar Fossilien suchen, damit wir noch ein paar mehr Tiere, hätte ich jetzt bald gesagt, ein paar mehr Dinosaurier bekommen. Jetzt müssen wir schauen, ob hier irgendwo... Ah, hier sind noch Fossilien. Zack. Juhu, ich krieg gleich Knochen raus. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte keine Fossilien oder so. Ich wollte Knochen. Ah, hier sind noch ein paar. So, aber ich glaube, ich nehme jetzt doch mal die andere. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit Glück bekomme ich da nur noch öfter Knochen raus. Okay, irgendwie auch nicht. Ich glaube, das hat nicht wirklich viel Einfluss darauf. Jetzt nehme ich doch wieder die Glückhacke. Ob ich es auch noch brauche. Damit ich das Glück weiter hochleveln kann. Wenn ich jetzt eh schon auf Lapis stoße, nehme ich das gleich mal mit. Vor allem auf so wenig Lapis. Nur 2,5 Stacks hier so in einer Order. Mich hier wieder raus. Ich will hier drin nicht verrecken. So, haben wir noch irgendwo Fossilien hier? Wir haben jetzt eigentlich 7 Stück, die wir wieder analysieren können. Das ist noch nicht der Hammer. Ich meine, ich will jetzt auch nicht wieder ins Dunkle laufen. Ich will jetzt eher hier mal schauen, wo ich schon ein bisschen was erforscht habe. Ich glaube, ich habe die so ziemlich nie mitgenommen. Ich habe immer nicht wirklich gewusst, was ich damit soll. Aber jetzt weiß ich es ja. Wissen ist auch hier drüben, aber ich kenne mich zumindest ein bisschen aus. Okay, das sieht jetzt irgendwie ziemlich komisch aus, das Aluminium-Ohr. Das eine neue Textur bekommen. Kann natürlich gut sein, weil ich ja abgedatet habe. Ich habe ja gleich bei in der letzten Folge gesagt. Und da, wenn ich gerade von letzter Folge rede, dann fällt mir auch ein, dass ich eigentlich noch was sagen wollte. Und zwar... Tut mir leid, dass jetzt am Donnerstag auch keine Folge gekommen ist, aber ich habe es wirklich nicht mehr geschafft von der Zeit her. Ich hatte dieses Seminar, dann hatte ich wieder Arbeit und hin und her. Und ich habe es einfach wirklich nicht mehr geschafft. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger was zu bringen, aber es ist halt zur Zeit echt ein bisschen stressig mit Arbeit und so. Also bitte seht mir das ein bisschen nach. Dass ich da jetzt vielleicht nicht ganz so zuverlässig bin. Aua. Ich hoffe, ihr versteht das. Ach, hier sind noch Fossilien. Und es ist extrem blöd, wenn ich hier so im Dunkeln rumlaufe. Ich kenne das von den anderen Videos, wenn man immer im Dunkeln rumläuft. Dann sieht man nichts mehr und keine Ahnung. Es ist extrem nervig, also finde ich zumindest immer. Darum will ich euch das ja eigentlich auch nicht antun, aber ich habe hier gerade ein kleines Problem. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir da noch ein, zwei solche DNA-Spuren rausbekommen. Hier ist jetzt nichts mehr. Gehe ich jetzt einfach mal zurück. Hier noch was? Nee. Drüben noch. Nee, das ist Permafrost, das ist auch wieder was anderes. So, ich da jetzt irgendwas rausbekommen? Check ich nicht.
Hier sind noch ein paar Fossilien. Geht auch gleich das Licht an. Verdammt. Alter. Und der hatte fast nicht mehr viel Leben, ja. Der hatte nicht mehr viel Leben. Wie haben wir jetzt? Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen was. Lässt sich arbeiten, damit wir jetzt sagen. Schauen wir mal wieder hoch. Okay, hier ist nochmal was. Natürlich, wenn ich sie jetzt schon sehe, lasse ich sie jetzt nicht liegen, aber wir dürfen jetzt wirklich gleich mal wieder hochschauen. Damit ich euch das noch zeigen kann. Hoffe ich zumindest, dass ich euch zeigen kann, dass es nicht in die Luft geflogen ist. So, fliegen wir mal raus hier. Gut, dass ich ein bisschen Orientierungssinn habe. Zumindest ein bisschen ein. So, hier hoch wieder und hier geht's dann raus. Okay, hier geht's raus. So, fliegen wir mal schnell rüber und schauen mal. Also er steht auf alle Fälle noch. Sieht schon mal gut aus. Oh, es ist entwickelt. Genial. Also ich habe das so jetzt verstanden, dass man, wenn man jetzt irgendwie Fleischfresser hat oder so, dann sollte man unten Fleisch reintun. Und wenn man jetzt Pflanzen frisst oder so hat, sollte man Milch reintun. So habe ich jetzt verstanden. Hier vom Entwickeln her. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht, aber so habe ich halt jetzt auch vorgehabt zu machen. So habe ich es jetzt gemacht und ich habe auch einen rausbekommen. Gut, packen wir mal das Zeug zum Analysieren rein. Jetzt könnten wir uns noch schnell irgendwo so ein kleines Gehege bauen. Das machen wir jetzt einfach mal hier schnell. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt in der Zeit noch. Mal hier so. Ich muss dann noch eins weiter runter. Seht ihr dann gleich warum. Hier muss ich dann schauen mit der Form. Die Form werde ich, glaube ich, eh nochmal woanders hinbauen. Die ist hier ein bisschen groß. Ich glaube, die werde ich mal unterirdisch oder so bauen. Gefällt mir hier nicht so wirklich. Demher werde ich hier wahrscheinlich jetzt erstmal einen kleinen Teil von der Form zerstören. Indem ich hier runterbuttle. Bis wann bin ich denn gegangen? Ich bin viel zu weit. Ich bin eins zu wenig weit. So. Okay, hier würde es eigentlich passen. Man sollte nämlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, das Gehege quasi eins tiefer machen. Das außenrum quasi ein Block ist. Und dann da drauf noch einen Zaun, damit die nicht abhauen. Die anscheinend entweder über den Zaun drüber springen können oder die ganze Zeit dann eben an den Zaun dran springen, bis sie rauskommen. So habe ich jetzt zumindest verstanden. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt noch schaffen in der Zeit. Ich könnte jetzt gleich einfach mal das Viech hier reinsetzen. Und das ein bisschen braucht, bis es sich entwickelt. So, zack. Kann man hier quasi drauf gehen und steht dort, wie lange das es noch braucht. Wie viel das es schon hat. Ich mache das jetzt hier mal ganz anders. Ich mache das jetzt einfach doppelt hoch. Ich baue jetzt hier keinen Zaun hier. Ich baue das jetzt einfach ein bisschen höher. Weil ich jetzt gerade keine Zeit habe für den Zaun. Weil man hier in der Nähe sein sollte, wenn das brütet. Damit das einen dann auch mag sozusagen. Dann baue ich das jetzt einfach hier mal schnell mit Dreck. So drei hoch außenrum, das sollte das auf jeden Fall nicht rauskommen. Ich meine, wir können reinfliegen. Das ist kein Problem. Ich hoffe, dass es jetzt noch in der Zeit hatcht. Also sich noch entwickelt. Damit ich euch das noch zeigen kann. So. Ich hoffe jetzt auch, dass das Gehege groß genug ist. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt für ein Viech rauskommt. Wie sieht's aus? 42, okay. Ich würde einfach sagen, bauen wir mal hier noch kurz ein Stück weiter. Ich muss dann bloß immer zwischendurch mal wieder schauen, wie weit das ist, dass ich eben hier das Gehege so weit fertigstellen kann. Dass das nicht abhaut.
Und dass ich daneben bin, das ist auch nicht, ja, was soll ich sagen. 60, okay, da können wir noch ein bisschen bauen. Ist eigentlich jetzt hier recht gut, weil es hier dann gleich 3 hoch ist. Kann es auf jeden Fall schon mal nicht abhauen. Könnte, glaube ich, auch bei 2 hoch nicht abhauen, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Diese sollte dann aber eigentlich reichen, dann brauchen wir eigentlich noch so ein Fieder. Aber jetzt wird es bloß Nacht, das könnte ein kleines Problem werden. So, schauen wir mal nochmal, wie lang sieht's aus? 61. Ja, ich gehe jetzt schnell schlafen. Ich hoffe, das funktioniert dann so. Weil das in der Nacht, soweit ich weiß, nicht blühtet. Weil es da zu kalt ist. Ja genau, droppt das Buch. Das brauchen wir nicht mehr. Total unnütz. Schnell schlafen und dann wieder rausfliegen. In einer Zeit hier könnt ihr vielleicht noch hinhauen. Zack, wieder raus. Schnell mal hier reinschauen, ob hier irgendwie alles rausgekommen ist. Okay. So, schnell mal wieder rüber. Schauen, wie es dem Ei geht. 75%, okay, jetzt. Nein, 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 kein Creeper. Oh, alter Schwede. Okay, ich sollte noch einen Zaun rumdumm bauen, auf alle Fälle. Ich will hier keine Creeper drin haben. Alter, hab mich der jetzt erschrocken. Das wäre es jetzt gewesen, wenn hier jetzt ein Creeper hochgegangen wäre neben dem Dino. 90% haben wir schon. Das haben wir vielleicht auch gerade gesehen. Es bewegt sich das Ei auch ein bisschen. Das sollte nochmal ein Fleischfresser sein. Habe ich einen Stick dabei? Oh, verdammt. Ja, okay, den muss ich dann gleich nochmal holen, um den zu zähmen. Oh, verdammt, das ist das Riesenvieh. Das kann man hier auch Rechtsklick drauf machen. Hier steht quasi der Hunger. Hier das Leben und der Name. Und anscheinend folgt es mir jetzt. Jetzt bräuchte ich nur einen Stick. Stick, 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 Stick. Ein Stick. Haben wir irgendwo Holz? Bin blind. Das kann man, glaube ich, gerade. Ach, verdammt, teleportiert sich das sogar. Sieht fast so aus. So. Das brauchen wir hier nicht. Kabelstone weg. Jetzt gehen wir schnell mal zurück, dann soll es sich wieder hier rein teleportieren. Hoffe ich zumindest, dass es das tut. Ja, es tut es. Dann kann ich nämlich hier jetzt hergehen. Zack, zack. Kann sagen, free move, stay. Follow. Mach mal free move. Das bewegt es sich hier, ist jetzt hier drin, quasi freiwillig oder frei. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Fieder für das Teil. Bauen wir jetzt auch noch schnell. Wir haben Stone, einen Button, einen Bucket. Okay, das sollten wir noch schnell hinbekommen, hoffe ich mal. Weil das Teil sollte auch versorgt sein. Aber ich glaube, wir haben keinen Stone. Sieht es hier aus, wie viel Cobblestone waren das? Das waren 4, das ist perfekt. Aber ich brauche noch einen Button. Verdammt, ich brauche noch einen 5. Cobblestone. Okay, ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part fast schon. Aber schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es doch noch. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Glas. Jetzt weiß ich, wo es ist. Ich brauche vielleicht noch einen Cobblestone. Hier haben wir noch ein bisschen Cobblestone. Zack, rein hier. So, dann brauchen wir noch Eisen. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, hier hinten drin. Ein Glas. Ein Bucket haben wir. Hier die Stones brauchen wir noch. Einen Button. Ich glaube, wir dürften jetzt alles haben, soweit. Zack. Und den hier. Genau, dann haben wir hier den Fieder. Den bauen wir jetzt schnell hinter. Und den kann man hier quasi so unten reinbauen. Dann kann man hier jetzt irgendwie irgendwelchen. Okay, das mit dem geht's nicht. Jetzt mit Seeds. Jetzt auch nicht. Barrels. Okay, vielleicht sollte ich nun schnell zurück.
Ich muss gerade mal schauen, haben wir schon mal so Faun oder irgendwie sowas rausbekommen? Vielleicht hat er das auch gerade drin. Nee, sieht schlecht aus. Verdammt, 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 verdammt. Mal sollte man da alles reinstecken können. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit. Blätter haben wir jetzt auch nicht zufällig gerade da. Wo ist denn die Schere? Wir haben noch eine Schere. Ich baue jetzt einfach schnell eine Schere. Sollte ich schnell mal etwas wegtun. So, das genügt auf alle Fälle. Normal soll es mit Scheren auf, also mit Blättern auf alle Fälle gehen. Zwölf Blätter. Das sollte jetzt zweimal reichen, einfach nur zum Testen. So, zack, hier rein. Blätter. Das sind keine Blätter. Genau, jetzt haben wir 120 drin. Von dem kann er dann quasi essen. Okay, irgendwie zeigt er hier jetzt nichts an. Entweder ist es noch so wenig oder ich weiß es nicht. Braucht man quasi, damit das Tier nicht verhungert, ein bisschen Essen. Das ist jetzt hier, glaube ich, ein Pflanzenfresser, soweit ich weiß. Könnten das jetzt dann auch einfach mal schnell testen. Eigentlich sind wir jetzt schon wieder über der Zeit, soweit ich das sehen kann. Aber das will ich jetzt noch schnell testen. Okay, so geht's nicht. Okay. Jetzt sind wir immer noch bei Low. Okay, aber ich würde jetzt einfach sagen, ich verabschiede mich hier jetzt mal mit unserem kleinen Dino. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschö.